So, wir sind ein Tag und eine Nacht, glaube ich, noch entfernt vom ersten furchtbaren Angriff der Nachtgestalten hier. Hier unten können wir jetzt den Wachturm hinsetzen. Dann würde ich da gerne noch zwei Bogenschützen hinstellen. Haben wir noch irgendwo welche? Yes. Einmal hier hin, bitte. Scouting ahead. Und... Got something for me? Auch hier unten hin. Habe ich die selber angeklickt? I'm ready. Unfassbar. Zwei kommen hier immer rein. Können wir schon neue Truppen rekrutieren. Hier unten hin, bitte. Da wir Holz im Übermaß haben. So. Haben wir schon mal ein paar weitere Schwertkämpfer gebaut. Rekrutiert. Tom, danke dir. Fürs Abo. Wir können auch Forschungsgebäude für Upgrades und so weiter machen. Aber es ist ein bisschen früh im Moment. Ob das reicht, so eine Kleinstmauer und ein Turm? Immerhin spielen wir auf easy. Die hat zwei Bogenschützen drin. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall einen schnellen Eingreiftrupp. Wir müssen hier oben das noch absichern. Und hier oben noch. Wir schicken die Leute mal zum Erkunden nach oben, ob wir noch weitere Engstellen identifizieren können. Entschuldigung. Ready hier. To face the dark. Wir rennen einmal rauf. Embers, guide me. Das sieht auf jeden Fall wie eine simple Engstelle aus. We shall not waver. Hi, Pino. Danke fürs 14. Pino. Nochmal Monster. Haben ein Elite-Knight mehr entdeckt? Das höre ich gar nicht so gerne. Wo ist der denn? Irgend so ein fieser Kerl. Wo ist er denn? Welcher von denen ist das denn? I am here. Ich glaube, wir entkoppeln das mal ein bisschen und ziehen die mal ein bisschen zurück bis zum Turm. Light the way. Stellen uns hier hin. Ah, das ist der hier sicher, ne? Da hatten wir solche nicht. Ach, man kann die Gegner nicht anklicken und sieht keine Eigenschaften von denen. Das ist aber schade. I stand prepared. Wicked creatures. So, wir können hier noch nicht bauen. Das ging wahrscheinlich kaputt. Deshalb verstärken wir, bauen wir schnell auf der anderen Seite. Oder wir rekrutieren einfach noch ein paar Einheiten. Die schicken wir hier oben hin. Drei Stück. Hi, Ranger. Ja, ich glaube, das Ziel ist irgendwie durchzuhalten. Hab ich so verstanden. Jetzt können wir hier oben gleich weiterbauen. Und ziehen. Ja, das ist doch schön schmal. Hier kommt man durch. Ein Turm in die Mitte oder an den Rand. Ich glaube, wir haben ja eh schon einen. Wir stellen lieber zwei nebeneinander. Auch wenn die Verteidigungslinie eine größere ist, wobei hier ist ein Steinvorkommen. Das wollen wir uns ja früher oder später doch sichern. Dann machen wir das dahinter. Dann stellen wir den hier hin. Wenn ich den abreiße, was bekomme ich dann? Ja, den reißen wir ab. Dann bauen wir neu. Ein Tor dazwischen. Ready. Ziehen hier schon mal hin. Und warten, bis die fertig sind. Oh, mit der mittleren Maustaste lässt sich das Spiel bewegen. Schön zu wissen. Weitere Einheiten, bitte. Archer ready. Das ist noch nicht ready ganz fertig. Jetzt können wir noch einen Turm, glaube ich. 150 Geld fehlt.
kann man ein paar Bogenschützen hier schon reinstellen. Zwei Stück. Einmal, zweimal. The dark encroaches. Our buildings are under attack. Jetzt können wir, glaube ich, hier links noch einen Wachturm hinsetzen, ne? Oh, da ist noch eine Lücke. Einmal in die Mitte und ein Wach. Der Wall geht nicht. 18 Gold nur. Alles mal reparieren. Ob das hier ausreicht gleich? Wir haben leider sehr früh sehr doll expandiert. Wir haben nur noch 4 Leute, wir brauchen noch ein Haus. Ich habe mich zu früh expandiert. Nahrung geht auch schon wieder den Bach runter. Jetzt können wir hier noch den Wall zumachen. Oh Gott, kann man das nicht sehen? Kann man die Karte drehen? Kann man die Karte drehen? Ist hier nicht, kann ich das irgendwie, ich guck mal, ob es eine Taste, eine Shortcut-Liste gibt. Hier. Kann ich die Bäume wegblenden? Oh, alle Bogenschützen mit F3 und so weiter. Mhm. Alles reparieren, G. Nee. Leider nicht. Interface ist nicht wegblendbar. Da kann ich jetzt nur raten. Und die Karte scheint sich auch nicht drehen zu lassen. Das ist ein bisschen doof. Da muss ich jetzt raten. Ich glaube, hier war noch ein Stück Wall. Tja, da war noch ein Stück Wall. Und daneben auch noch. Habe ich jetzt noch einen Wall gesetzt? Schräg drüber, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oh, guck mal da oben. Nein, das sind die Wow. Erscheinen nur in der Nacht und tagsüber verschwinden sie wieder. Das sind ja Monster. Schluck. Heftig. Heftig. What do you want? Oh oh. Jetzt schnell zwei Bogenschützen hier rein. So, jetzt können wir weiter bauen. Unten Tag 4 in einer... Oh. In einem Tag und einer Nacht ist eine tödliche Nacht. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Leute und wir müssen das hier rechts noch abdichten. Prepared. Laufen wir einmal hier rüber. Rekrutieren nochmal weitere Einheiten. Boah, ich habe ein ganz übles Gefühl. Das ist auf diesem Schwierigkeitsgrad hier. Sechs Bürger noch. Noch ein weiteres Haus, bitte. Archer, ready. I am here. Nein, das lässt sich aber sehr schwer verteidigen hier. Oder? Well. Nee, das lässt sich gut verteidigen. Hier ist eine Engstelle. Zucker. Super. Aber sehr weitläufig, ne? Man könnte bis hier schon mal vorbauen. Oh. Was hier passiert, eine Einheit, die einen Nightmare besiegt hat, hat Erfahrung bekommen und ist dadurch erleuchtet geworden. Ja, nee, nicht erleuchtet, verstärkt, also moralisch gefestigt geworden. Und die sind dann immun gegen Horror. Ach, Scheibenkleister. Wir haben noch kein einziges Feuer gebaut. Wir müssen noch Feuer überall bauen, um uns zu schützen gegen den Horroreffekten. Das müssen wir unbedingt noch machen. Wir haben noch kein einziges gemacht. Und wir können, und die sind dann, haben verbesserte Trefferpunkte und teilen mehr Schaden aus. Da habe ich echt gepeint. Jetzt ziehen wir mit denen erstmal wieder zurück, hier vorne hin. Jetzt müssen wir noch ganz schnell, in 4 Minuten, jetzt müssen wir noch ganz schnell die, die Feuer überall hin. 300 Gold! 300 Gold! Und hier, das müssen wir noch irgendwie billig absichern, auch noch. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Wir sichern das einmal billig hier ab mit... Wo kann man hier überall bauen? Das sind... Oh, hier kann man durchbauen. Oh, oh. Ach, wenn man das nicht bloß anzeigen lassen könnte.
Das ist ein bisschen doof hier. Also, so, ich kann die Karte, ich weiß nicht, ob man die Karte drehen kann. Also, ich habe es noch nicht rausgekriegt, wie. So herunter bis hier, das ist ganz schön lange. Gibt es einen kürzeren Weg? Vor allem die Entfernungen sind riesig, wenn wir irgendwo eine Truppe hin und her schauen müssen. Das ist echt doof. Ah, Minimap. Der Angriff kommt von oben. Dann brauchen wir die. Der Hauptangriff. Dann brauchen wir die auf der rechten Seite vielleicht nicht. Ist auch ein bisschen Pokerei. Wir setzen mal einen Wachturm hier noch hin. Ich. Ja, die Frage ist, wir kennen den Weg nicht. Wir wissen nicht, wo die langkommen. Führt der Weg hier rum oder führt der Weg rechts rum? Die Karte ist immer dieselbe. Und wenn irgendjemand im Chat mir schreibt, ich habe das gespielt, wenn die von oben kommen bei der Karte, dann laufen die da und da lang. Bitte sofort löschen und den Kommentator auf Eis legen. Ernst gemeinter Hinweis im Chat. Sowas mag ich nicht. Puh. Soll ich auf Nummer sicher gehen und das auch noch schützen? Wobei, hier kommen die wahrscheinlich nicht lang. Ich glaube, die wichtiger sind wahrscheinlich die Feuer, aber die kann man nicht bauen. Da fehlt uns ein bisschen Geld für. Und hierfür brauchen wir auch sehr viel Holz, ne? Ne, auch wir brauchen eigentlich nur Geld für alles. Dann setzen wir einen Tower hier hin. Oh, der kostet so viel Geld. Hi. Wir haben wenig Ressourcen. Wir stellen die hier mal in die Mitte hin. Die decken ja alles ab. Den können wir auch entfernen gleich. Wir können noch ein paar Zwischentürme entfernen. Den brauchen wir zum Beispiel nie und nimmer. Dann bekommen wir noch was Geld dazu. Ja. Jetzt haben wir 422. Jetzt bauen wir ein Feuer. Oh, die gehen gar nicht. Moment. Nein, wir brauchen noch extra Forschung. Eben fehlten die Ressourcen, jetzt fehlt die Forschung. Dann sollten wir das hier wahrscheinlich noch weiter ausbauen. Ja, noch ein paar Wachtürme dahinter. Vielleicht ein Doppelwall auch, oder? Ist ja was, wir setzen hier noch einen Wall davor. Mauer hin oder her. Einmal so. Und dann noch ein Wachturm. Wenn die von hier aus kommen, dann sollten wir den möglichst dicht ja, dahinter stellen, ne? Hier hin. Was sind das hier eigentlich? Das sind Feinde. Ein paar Truppen rekrutieren auf jeden Fall hier rüber. Wir setzen mal auf Fernkämpfer. Schon geht das Geld alle. Boah. Nahrung geht auch gefährlich alle. Archer ready. Türme bitte besetzen. What? Da sind zwei drin. Da ist noch keiner drin. Got something for me. Ready. Könnten theoretisch, falls wir können natürlich auch auf Risiko gehen und hier die Truppen ein bisschen ausdünnen, wenn wir sagen, die kommen vor allem von Norden. Wir ziehen mal einen hier ab. What now? Gott, ich habe Angst, wenn ich hier einen entlade, dass der hier nicht nach innen durch kann. Mal gucken, ob das geht. Es geht. What do you want? Schicken wir die beiden rauf. Mit nach hier oben. Swiftly. Also wenigstens einen Wachturm. Ich fühle mich so unwohl, dass hier gar nichts ist. Kann nicht bauen. Nikator, liebe Grüße und danke fürs Abo, fürs Erste. Ready Redline, danke fürs Cheeren.
Noch mehr Truppen? Ja, wir könnten wieder welche rekrutieren. Ich würde ja gerne noch einen Wachturm bauen, aber der geht jetzt auch, genau. Dann stellen wir den dahinter hin. Direkt dahinter. Ne, eins dahinter, weil sonst kommen die eventuell nicht ins Gebäude rein oder irgendwie so ein Mist. Einmal hier hin. Wir brauchen mehr Nahrung. Wir brauchen noch mehr Nahrung, leider. Wir brauchen noch ein paar Leute mehr. Mal einen der Bogenschützen raus und hier oben hin. Hier können Leute rein. I'm ready. Sind alle voll, ja. Noch ein Wachturm oder noch ein Wall. Noch mehr Einheiten, noch ein Wall. Hier davor. Die Mauer, das Tor dahinter. Noch eine Steinmine. Stein haben wir in rauen Mengen. Jetzt geht das Holz ein bisschen an, ne? Aber das geht immer bis zum Limit von 50 hoch. Das Hauptproblem ist Geld in der Regel. Dafür bräuchten wir mehr Häuser. Wir brauchen ein bisschen hier. Noch einen Bogenschützen, bitte. In einer Minute kommt die erste Welle. Wir können schon mal gucken, ob wir die anlocken. Wissen was? Wir versuchen es hier ein bisschen. Ach hier, die kommen ja nicht durch. Wir haben ja das Tor geblockt. Deshalb können wir, wir hätten einen Teil hier schon mal. Gott. Countdown 40 Sekunden. Nahrung okay, noch ein paar Bürger, mehr Gold, alles okay. Wir sollen noch ganz schnell einen Wachturm hier einen weiteren hinsetzen oder noch weitere Leute. Weitere Leute. Wie viele Nahkämpfer haben wir hier? Nur 5. Wenn die durchbrechen, immer nur 5 Nahkämpfer und den Helden. Haufenweise Bogenschützen. Ich setze mal auf noch mehr Bogenschützen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Einen nehme ich mal raus und baue noch ein Haus. What is it? Alle Einheiten nach oben, bitte. Also einen zur Verteidigung hier in jedem Wachturm lassen. Der kann eigentlich alles hier abdecken. Wir schicken den auch noch raus, den einen hier. Wir brauchen echt jeden Mann und jede Frau hier oben an diesem Tor. I'm on it. Ist noch irgendwo eine Einheit? Nein. Aber auch noch ein Wachturm. Das sollte ganz knapp noch reichen. Nein, der Schreck in der Nacht kommt. Guck mal. Oh, der Unterhalt mit Militäreinheiten ist erhöht. Schreck in der Nacht. Horden von Feinden kommen. Schützt euch. Boah, das war fies inszeniert. Guckt euch das mal an. Das hier ekelhaft hoch 10.
kommen die vielleicht doch von allen Seiten? Ich speichere einmal ab. Ich will nicht, dass durch ein taktisches Versehen uns alles kaputt gemacht wird. Ich kann in der Nacht nicht speichern. Vielen lieben Dank, Entwickler. Aber ich kann doch Truppen rekrutieren. Da kommen sie, von Norden. Da kommen sie. Die Feinde kommen, Leute. We stand in defiance. Er kann alle erleuchten, ne? Wo ist denn unser Held? Wo ist denn unser Held? Der ist der hier. Spezialfähigkeit. Enlighten. Aber wie lange dauert das, das erleuchtet sein? Macht noch einen Moment ab. Wir stellen ihn mal in die Mitte. Und jetzt bitte alle. Our defenses are under attack. Alle erleuchten bitte. Ready to face the dark. Ach, das ist eine passive Fähigkeit. Die hat er automatisch. Oh, das schaffen wir doch, oder? Es kommen keine ganz fiesen. Nein! Können die nicht. Die können hier nicht drüber feuern. Die können nicht über die Mauern feuern. Mach mich nicht fertig, Leute. Oh oh. Kommen die nicht hier rein in das Tor? Oh, da sind zwei drin, da sind zwei drin. Dann schicken wir die anderen Bogenschützen. Feuern die oder feuern die nicht? Die zappeln so, doch, die feuern. Gehen schon mal einen Schritt zurück, bitte. Die Nahkämpfer nach vorne. Ja, ein Teil von denen kann feuern, ein Teil nicht. Gleich brechen die durch. Wir schaffen das aber. Das ist ein leichtester Schwierigkeitsgrad. Oh, ist cool. Danke dir für 17. Ja! Das haben wir knapp abgewehrt, aber wir haben es geschafft. Ein paar Gebäude sind kaputt, wir haben es geschafft und bekommen eine Belohnung. Leichtester Schwierigkeitsgrad, wie gesagt. Und die kommenden Wellen, die Wellen werden immer, immer, immer stärker werden. So. Was haben wir denn jetzt erreicht? Welche Karte sollen wir uns wählen, Leute? Wir können uns wählen. Alle Bauten werden 15% schneller fertiggestellt. Weiß ich nicht, ob das nötig ist. 15% Chance, um... Oh, dass wir immer dann, wenn wir eine Einheit in einer Kaserne ausbilden, dass dann noch eine zweite entsteht. 15% Wahrscheinlichkeit. Und das hier, Einheiten, die motiviert, erleuchtet oder wie auch immer von unserem Helden geboostet worden sind, haben eine 10%ige Chance, um doppelten Schaden zu machen. Das ist ja alles sehr bescheiden. Also, dann würde ich Ihnen sagen, dass das mittlere oder das rechte, ne? Das, wenn die früher fertig sind, die Gebäude, geben die uns auch früher Ressourcen. Hi, Steffgold, danke für den lieben Kommentar. Aber ich glaube, wir nehmen das in der Mitte, ne? Bekommt man mehr Einheiten, weil die kosten Schweinegeld. Wir nehmen das mit der Mitte. Let's Play Playmakers meint das bei der Hektik im Gameplay. Lieber das Rechte. Was meint ihr? Mittel oder rechts? Ganz schnell. Mitte oder rechts? Links will ich nicht. Mitte oder rechts? Ganz schnell in den Chat reinposten. Mitte oder rechts? Ihr braucht keinen Kommentar, keine Begründung zu schreiben. Mittlere Karte oder rechte Karte? Mittlere oder rechte? Einfach nur so. Stimmungsbild. Letztlich entscheide ich, aber trotzdem. Chat tendiert etwas mehr für den mittleren Bonus. Wir nehmen mal das mittlere, komm. Ah, das ist... ja, der Dorenchen argumentiert so, das hier, das sei ein Bonus, dann hätte man fest, sicher, die 15% schneller Bauten, die sind halt immer da. Und das wäre so eine wankelmütige Sache, weil das nur eine Wahrscheinlichkeit ist. Nein, die 15% Wahrscheinlichkeit heißt, das heißt ja nicht, dass... dafür, das ist ja die 15% Wahrscheinlichkeit, dass ein 100% Bonus eintritt. Denn eine zweite Einheit, wenn eine zweite Einheit entsteht neben einer, die man bestellt hat, dann wäre das ja ein 100% Bonus. Und der tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von 15% ein. Also 15% quasi mal 100%. Und damit ist der Bonus genauso groß wie der andere.
Ja. So, wir nehmen mal das mittlere. Also das rechte hätte man auch nehmen können. Also ich finde das Spot wie Decke. So, das haben wir geschafft. Kann ich jetzt abspeichern? Ja! Ein Zwischenschritt. So, wir machen noch ein bisschen weiter. Und ich bin frohen Mutes, dass wir auch die zweite Welle schaffen, aber die wird härter als die erste.